Preuß. Aber wow! Hallo? Hallo? Das war eigentlich Sache. Sagt ihr mir, das habe ich schon mit der geredet. Aber ich weiß es doch nicht. Ich hab schon mit der was. Ich flüster nie. Ich war nur ganz berauscht. Ich war beglückt, ich war verzückt. Ich dachte, wow, das ist Frau Engel. Sind es Frau Engel? Ich darf sogar Sarah sagen. Du darfst Sarah sagen. Wir duzen uns schon. Ihr duzt euch. Oh, wow. Du kannst auch gerne Sarah sagen. Ich darf auch gerne Sarah sagen. Liebe gerne Sarah, ich freue mich sehr, dass. Liebe gerne Sarah, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Gästin sind. Das ist ja unglaublich. Was ist Ihr Begehr? Was können wir für. Also, wenn ich ehrlich bin, ihr könntet mir vielleicht helfen, weil ich weiß nicht, was ich anziehen soll heute Abend. Ich bin so aufgeregt. Dann einfach nichts. Hey, wir können aber, also es ist ja so, dass wir heute Abend eine Klamotten, Moden, haben Sie, Sie haben doch schon mal. Quetschkern kommt. Ja, Quetschkern kommt. Boah, das ist. Würden Sie uns vielleicht eine große Frau, ich würde Sie bitten, wenn Sie in Erwägung ziehen könnten, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei unserer Modenschau vielleicht mitmachen würden. Und wir haben sensationelle Kostüme, sensationelle Kleider von Quetschkern. Und die dürfen Sie tragen. Ja, aber der Quetschkern kommt ja nicht, denn der hat ja abgesagt. Warum hat er eigentlich abgesagt? Ralf, mutmaße, dass der Designer deinetwegen abgesagt hat. Wie soll ich das denn machen? Alles perfekt, ich finde alles perfekt. Ja. Ralf, glaube ich auch. Aber mal schauen, was er sagt. Ich muss das ja regeln. Jetzt hier, aber ich habe eine Verantwortung übernommen. Ich habe gesagt, dass das klappen wird. Ich habe gesagt, mein Freund, wenn es mein guter Freund Quetschkern. Nein, ja, ist mein du kennst guter, ihn persönlich. Ja, ich kenne ihn persönlich. Wir sind oh mein so. Gott, der, aber er hat abgesagt. Kann mir ein Autogramm schreiben? Nein, das glaube ich nicht mehr. Denn ich glaube, er hat jetzt wieder abgesagt wegen mir. Weil ich muss irgendwas Falsches gesagt haben. Wegen mir? Nein, wegen mir. Er hat wegen mir abgesagt. Wegen mir. Das heißt, der kommt gar nicht. Doch, der, scheiße, jetzt habe ich verraten. Der schickt alle Klamotten erstmal. Ja. Und ich bin persönlich beauftragt worden, zu fotografieren und ihm zu schicken, weil er, genau. Ja. Okay, weil ich. Aber es ist meine Schuld. Und wenn Sie uns aus der Patsche helfen, Frau Engels, dann wäre das, also ich würde alles tun. Alles würde ich dafür tun. Sie können sich alles. Sarah, erkläre, warum du eigentlich ganz froh bist über die Absage des Designers. Damit ich diese Schuld wieder gut machen kann. Okay, weil, soll ich ehrlich sein? Ja, bitte. Eigentlich bin ich froh, dass er nicht kommt. Wirklich? Ja, mein Management hat mich hierhin geschickt. Und ich sollte die ganze Zeit so tun, als wenn ich mich total freue. Ach so. Aber eigentlich, ich... Ja, er ist aber auch ein Arschloch, das kann man wirklich so sagen. Also, unfreundlich. Es ist aber auch so. Das heißt, Mio Garrida Quetschkern ist also ein Arschloch. Für jemanden, den wir gerade erfunden haben. Heftig. Ohne den Idioten. Ist das nicht toll? Eine Win-Win-Situation. Ja, und Sie tragen alle tollen Kleider. Ist das nicht toll? Sie stehen gerade auf einem zukünftigen. Ja. Wir wissen ja noch nicht. Was sagen Sie? Ich freue mich. Ja, wirklich? Ja. Aber wir brauchen einen Laufsteg, oder? Ja, den haben wir gerade bestellt. Den werden wir hier ausbreiten. Ups, Entschuldigung. Wir werden alles vorbereiten oder wird hier der Laufsteg ausgebreitet und dann. Wir brauchen auch noch andere Mädels, oder nicht? Ja, wir brauchen noch andere Mädels. Das ist richtig. Haben Sie noch andere Mädels? Simon, präsentiere an Ralf deine Modelqualitäten. Ja, genug, aber wenn Sie noch jemanden haben, den Sie anrufen können, nee, dann wäre es nicht so. Haben Sie eine Freundin, die Sie anrufen können? Weißt du, wie Models gehen? Natürlich. Ich zeig dir mal. Ich bin ja früher selber Model gewesen in Mailand. Wir alle. Ich gebe euch einfach mal Noten dann, wenn ihr. Ja. Okay. Also, ich mach das mal vor. Was ist denn hier passiert? Ich war nervös. Alles klar? Man setzt immer ein Bein vor das andere. Die Arme sind meistens nach unten. Eine lasziv, die Schulter vorne. Die Lippen leicht geschürzt. Der Blick. Bestimmt, verträumt, verquer. Und dann die Hüfte vorschieben. Also wenn ich ehrlich bin, Jungs. Wenn du mir da noch einmal hinfasst. Ach, das war das? Ich dachte, das war dein Oberschenkel. Danke. Und jetzt? Ich hoffe, das Sarah, ist dein Schlüssel. Das ist meine... Erkläre gleich, wie deine Freundin Rebecca helfen kann. Schneller aufstampfen, über die rechte Schulter drehen, Blick zurück. So läuft man. Okay, also ich... Ist ein Osteopath in der Nähe.
Das machen Sie auf dem Laufsteg? Das ist ja unfassbar. Ja, so toll gehen. Ja. 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 Wahnsinn. Es fehlt nur ein bisschen Überzeugung. Ach so. Und ich glaube... Ja. Meine Freundin, die kann euch so weiterhelfen. Wirklich? Ja. Oh, bitte, können Sie die anrufen? Die sieht zum ersten ein, sieht die so scharf aus. Oh ja. Die, ihr werdet... Noch schärfer als die Rebecca. Als wer? Rebecca. Dann wenn ihr bei ihr ein Coaching machen würdet. Dann? Dann. Ich glaube, dann habt ihr... Dann ist volles Haus. Dann ruf ich doch an. Ich hab dein Handy. Ruf doch an. Jetzt. Wisst ihr, was ihr dann seid? Was denn? Dann seid ihr... Supermodels! Sind Supermodels! Da sind wir Supermodels! Da sind wir Supermodels! Komm, wir kommen hin und wir kommen mal cool in die Stadt. Ja, Ralf und Simon schleicht euch wie streunende Katzen an der Polizei vorbei. Ich sehe. Bleiben Sie mal ganz kurz so. Das wäre also Zulassung 573. Ja. Okay, alles klar. Warten Sie. Okay. Der TÜV ist ja ab. Ah, nee, das ist in Ihrer Mandeln. Sorry. Ja, okay. Alles klar. Gut. Höchstgeschwindigkeit 455. Ja, bleib. Gucken Sie einfach. Ja. Gucken Sie mir ganz genau in den Mund. Go, go, go. 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 Go, 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 go. Before you go, go. Let's dance. Entschuldigung. Hallo, Sie beide da. Ich hab Sie ganz genau gesehen. Miau. Kommen Sie mal hier hin. Komm, wir laufen. Hallo, kommen Sie mal hin. Bleiben Sie stehen. Komm, stehen. Sehe ich doppelt oder waren es zwei? Ja, nein, das waren... Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Das ist unsere. Meinst du? Nein. Ich will rein. Rein. Hallo. Da ist sie. Das professionelle Model Rebecca Mir. Hi. Hi, Ben, hallo. Rebecca. Geht's euch gut? Ja. Wie kann ich euch denn weiterhelfen? Hi. Hallo. Einfach nur da stehen einfach bleiben. So bleiben. Oh mein Gott. Ich möchte sterben. Ach so, nee, wir wollten ja sterben. Sterben. Ein Modelkorps. Wir sind die Top Models, die künftigen. Wir müssen das nur erst lernen. Also, ihr wollt einmal ein Catwalk Training haben. Was Gerne. Habt ihr denn vor? Was wir sind gerade schon wie Katzen gewalkt tatsächlich. Ja. Wir müssen eine Modenschau organisieren. Wir müssen selber mitlaufen. Ah, und wie soll die aussehen? Also, was habt ihr euch so vorgestellt? Es gibt ganz viele Models und viele Klamotten und dann einen Laufsteg und dann geht man. Wir laufen alle und wir laufen auch, weil Rebecca, erklär den beiden, worauf es beim Modeln ankommt. Also, beim Modeln ist es natürlich so, ihr braucht sehr viel Ausstrahlung, ihr braucht Körperbeherrschung. Ja. Ihr braucht gutes Aussehen. Ja. Und alles andere, das schafft ihr doch mit Links, oder? Absolut, ja, den Rest müssen wir jetzt nur noch lernen, kurz, schnell. Ja, aber dann würde ich sagen, bevor wir anfangen, weil ich möchte natürlich nicht, dass ihr euch verletzt, ne? Solltet ihr euch erstmal eine Runde warm machen. Okay, machen wir jetzt warm. Vielleicht so ein bisschen Stretching. Jetzt Ja, ich sehe schon, die zukünftigen Topmodels. Ja, bitte? Ich wollte Sie auch ein bisschen warm machen, aber das wäre falsch angekommen. Ich bin warm. Alles gut. Jetzt wollen wir aber auch was machen. Okay, okay. Jetzt ihr wollt was machen. Reden, jetzt wollen wir auch was machen. Okay, ihr müsst natürlich laufen. Ja, darf ich schon mal gucken, wie das so bei euch aus... Ja, okay. Also... Ich würde ja sagen, Diversity wird sehr groß geschrieben heutzutage und das gebt ihr schon man auf muss jeden ja so Fall gucken. Her. Ich habe ja gelernt, man muss ja... Wie gucken? Genau. Mhm. Das habe ich ihm beigebracht. Ja, und dann eine Endpose. Mhm. Und Endpose. Endpose. Sehr gut, Ralf. Und jetzt beeindrucke Rebecca durch eine Balletteinlage. Ihr seid keine Anfänger, ich merke das schon. Ihr seid auf jeden Fall fortgeschritten. Wir haben eine gewisse Vorbildung. Ich habe mal Tanz studiert, ein paar Minuten. Jawohl. Was für ein Tanz? Das ist das Disco Fox? Das sieht mir gerade sehr nach Dritten Reich. Oh, jetzt. Ich habe so eine gewisse Vorbildung. Rebecca, starte mal mit Lektion 1 und sorge für eine gerade Haltung bei den beiden. Das ist doch schon mal ganz gut. Genau, stellt euch mal beide an die Stange. Können Sie an der Stange auch Ballett?
Lektion 1 gerade. Lektion. Oh, wow. Achso, Entschuldigung. Oh, ja, doch, beide. Sehr toll. Jetzt eine gerade Körperhaltung. Einmal so stehen bleiben, Bein nach oben, Bein nach oben. Wir sind bei unserer allerersten Lektion. Aua. Gut aufpassen, das Halten. Schmerz kennt das Model nicht. Einmal ein Buch. Das kenne ich von zu Hause. Das Buch? Das Buch? Schmerz. Ah. So, die Spannung halten. Und jetzt möchte ich gerne diesen starken Modelblick haben. Von beiden. Die Position halten und jetzt das Bein runternehmen. Ganz langsam. Und einmal im Kreis laufen. Einmal hier vorne hin. Nicht die Pose vergessen, gerne nach vorne kommen. Bitte? Nach vorne, die Pose. Nach hinten kommen ist auch schwierig, das ist immer schwierig. Simon, dein Körper fühlt sich an, als wäre er aus Gummi. Was macht der denn da? Er ist eingefroren. Oh. Ja. Lebst du noch? Ja, ich hab, glaube ich... Alles okay? Ja, dadurch, dass ich da am Ding war... Hey, mach mal hoch, ey. Ja, was ist denn? Ich bin ganz weich. Was bist du? In den Knien. Du hast auch Ballett gemacht. Du musst da auf den Nerv drauf. Geht's? Besser? Ja, das war, weil ich habe mir da was abgeklemmt, glaube ich. Ja. Okay, okay, okay. Bücher jonglieren? Ich sehe, ihr seid schon eine Runde weiter. Jetzt würde ich das Ganze gerne sehen auf High Heels, weil eine richtige Modenschau, da könnt ihr natürlich mit flachen Schuhen nicht hingehen. Was? High Heels braucht ihr. Was? High Heels. Hohe Absätze. Ach, deswegen bist du so groß. Schau mal, dreh dich mal um. Könntest du mir noch mal einmal zeigen? Und jetzt dreh ich um. Bitte? Umdrehen. Das gefällt mir nicht. Schau mal da. Ja. Nimm sie dir. Hier sind Bänder. Eins drunter. Hier ist nix. Eins drüber. Hier sind scheiß hohe Schuhe, ja. Oh ja. Welche Schuhgröße hast du denn? Ach, viel zu klein. Ich habe Schuhgröße 38. Ach, perfekt. Das ist ja genau deine Größe. Einmal. Oh, für dich habe ich auch was. Komm mal her. Was hast du denn für eine Schuhgröße? 50. Die passen, zieh mal an. Soll man die Eier dann direkt da auch abgeben, oder? Und High Heels sind eure besten Freunde. Denkt dran, sie sind ein Teil eures Körpers. Ralf, du erlebst auf High Heels die Welt zum ersten Mal von oben. Fühlst du die High Heels, fühlst du die Energie? Die Luft ist auch viel besser. Das ist ein ganz anderes Körpergefühl. Und wie weit man gucken kann. Und die Optionen sind ganz andere, mein Gott. So fühlt sich, normalerweise gucke ich immer so, hat auch Vorteile. Aber das ist viel besser. Endlich mal in die jetzt Augen verstehe. Wow, das ist, aber man geht das, ganz anders. Da geht irgendwie ja, anders. Ich gehe so, wie wenn ich ganz dringend auf Toilette sehen. Muss. Ja. Ja. Oh. Und wenn man jetzt noch springt, dann kann man noch weiter gucken. Du hast so gar kein Interesse an deinen Bändern. So. Oh, jetzt wird es natürlich noch mal eine Runde schwerer. Weißt du, was mich erschreckt? Dass es geht. Viel besser geht, als ich dachte. Das macht mich stutzig. Männer, kommt mal her, ich habe ein paar Eier für euch. Bitte? Oh, endlich. Eier. Eier? Ja. Ja, stimmt, unsere haben wir abgegeben, das ist wahr. Das ist... Kein Problem, ich habe welche für euch. Okay. Ich nehme pochiert mit bisschen Avocado. Nee, kommt direkt so in den Mund. Oh, okay, that's what... Okay, danke schön. Ah. So. Denk dran, die High Heels gehören zu dir. Kein Wunder, dass du so schlank bist, weil du gar nicht weißt, wie man isst. Halt das Ei fest. Mhm. Jetzt fokussierst dich nach vorne. Du weißt, da wartet das Publikum auf dich. Oh. Und dann läufst du nach vorne, machst deine Pose und bist sexy. So. Bei mir ist alles untenrum eigentlich. Nee, das ist immer.
Und vergess nicht dein Modelgesicht. Soll ich auch? Ja, ich möchte diesen Blick sehen. In deinen Augen. Gib mir Augenbrauen ein bisschen hoch. Schulter nach hinten. Gestreckte Beine. Jetzt die Pose. Achsi. Also ich muss sagen... Rebecca, zeige uns jetzt mal den perfekten Catwalk, aber in Zeitlupe. Das ist wirklich toll. Ihr müsst nur noch ein bisschen an der Gesamtmimik und Körperhaltung... Da müsst ihr noch ein bisschen mehr drauf achten. Wenn Sie es uns einmal vormachen. Okay, Haare nach hinten. Fertig. Und jetzt ganz langsam nach vorne laufen. Bein über Kreuz. Endpose. Umdrehen und zurücklaufen. Ihr könnt auch noch eine Drehung machen, wenn ihr wollt. Ja. Und jetzt bitte noch mal ganz langsam. Nein, nein, das... Wow. Pose. Umdrehen. Ja. Vielleicht eine Drehung. Vielleicht auch zwei. Und dann wären wir wieder. Ist doch ganz easy. Total. Das ist eine tolle Frau. Rebecca, bringe den beiden bitte schonend bei, dass du heute leider kein Foto für sie hast. Bleib cool. Also, oh, ich habe die Hose auf, Entschuldigung. Es gibt leider noch eine Sache, die ich euch sagen muss. Ja, warum stehen da eigentlich so weit hinten? Wollt ihr meine Hand dazu halten? Ja. Ja. Schaut mal. Also, ich sag das einmal und es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Oh, was? Ich habe euch so in mein Herz geschlossen. Ich auch. Und so es war eine ganz tolle Zeit mit euch. Ja. Und ich hätte euch wirklich wahnsinnig gerne so lange bei mir. Ja. Aber ich habe heute leider kein Foto für euch. Oh Gott. Ich weiß, komm her, komm her. Wenn ich meine Kamera mitgenommen hätte. Es tut mir so leid. Es war so ein schöner Weg mit euch.